Allerdings bei dem nächsten, ihr könntet mitsingen, wenn ihr es jetzt, sagen wir mal, nicht, wenn ihr nicht an euch halten könnt. Hey, da in der Ecke, da stehen sie schon kurz vorm Randalieren. Das ist unglaublich mit einem. Also euer Text wäre in der Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf St. Pauli. Also, wer will, ne, steigt's ein. Auf meiner CD singt's meine Mutter mit meiner Tante als bayerischer Frauenzweigesang. Also ihr braucht euch nichts scheißen, auch hier die Polizeiriege kann voll einsteigen, als die Rassen immer. Und Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf. Ein aufklärerisches Lied. Und du musst ja schauen, wie du heutzutage überhaupt noch provozieren kannst. Das ist ja nicht so leicht. Es gibt ja keine vernünftigen Tabus mehr in dem Sinne. Da war es zu Zeiten von Oscar Wilde natürlich sehr viel leichter. Der hat das ja problemlos hingekriegt. Heute ist der Tag des Todes Nummer 100. Von Oscar Wilde, den ich seit jeher intensiv bewundert. Zu diesem Jubiläum einfallen lassen, was teile ich mit dem Szenevolk und den promisken Massen? Wo fallen alle Masken der Moral zu Boden nieder? In der Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf St. Pauli. Wo treffen sich die Stricher und ihre Freier wieder? In der Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf St. Pauli. Wo steht das ABC weder für Alphabet noch Waffen? In der Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf St. Pauli. Wo können Transen sitzen, ohne dass die Spießer gaffen? In der Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf St. Pauli. Sehr gut. Oscar war auch in dieser Hinsicht ein Genie. Kultkrankheiten sterben nie. Safer Sex stoppt AIDS, der Rest ist nach wie vor ein Muss. Das ist der Syphilis, Scabies und Feigwarzenblues. Jetzt bin ich wieder mal dabei in diesem Wartezimmer. In der Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf St. Pauli. Das Jucken auf der Eichel wird seit Tagen immer schlimmer. Auf der Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf St. Pauli. Ich warte aufs Ergebnis, Bluttest war vorige Woche. In der Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf St. Pauli. Wobei ich Oscar Wilde-mäßig auf die Syphilis poche. In der Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten auf St. Pauli. Ihr seid voll drin. Super. Oscar war auch in dieser Hinsicht ein Genie. Kultkrankheiten sterben nie. Safer Sex stoppt AIDS, der Rest ist nach wie vor ein Graus. Wann ist der Syphilis, Gabies und Feigwarzenblues aus? Ich habe das zwar einstudiert, aber ich bräuchte dann immer jemanden aus dem Publikum, der mich wieder auseinanderknotet. Also. Das Lied ist aus übrigens. Da ist so eine Dame, die so dieses... Also ist super. So Leute, wenn du im Publikum drin hast, ich bringe da immer normalerweise eine Person mit, die so... Und so weiter, das bringt es total.